Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte Sie recht herzlich einladen zur Mali-Meditation am Sonntag und dieses Mal live in der Kapelle im St. Josef Hospital in Bochum. Bei dieser Veranstaltung wird auch der Professor Uhl und der Pfarrer Brüseke etwas zu dieser Meditation sagen und ich hoffe, dass Sie zahlreich zu dieser Mali-Meditation am Sonntag in Bochum erscheinen können. Das St. Josef Hospital der Ruhr-Universität ist Schauplatz eines Novums im deutschen Krankenhauswesen. Die von Wolfgang Mali entwickelte Meditation verbindet traditionelle christliche Heilpraktiken, das Gebet und das Auflegen der Hände mit modernen Suggestionstechniken. Die Meditierenden stellen sich vor, wie ein warmes, heilendes Licht ihren Körper durchströmt, das ihnen Linderung und Heilung schenkt. Die Nähe und die Berührung durch den Nächsten schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit, die Kraft gibt und Angst nimmt. Seit Jahren leitet Wolfgang Mali Gruppenmeditationen im St. Josef Hospital Bochum. Mittlerweile ist die Mali-Meditation ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Klinikums. Als Universitätsklinik Heilmeditationen anzubieten, erfordert Mut. Als wir das erste Mal mit dieser Meditation in die Öffentlichkeit gingen, wurden wir sehr belächelt. Aber ich glaube, Herr Mali hat mit seiner Konsequenz es geschafft, dass viele andere Kliniken in Deutschland mittlerweile diese Meditation aufnehmen und ihren Patienten anbieten, so wie wir hier an unserem Klinikum auf dem Pfarrer Bittkow. Es ist ja eine Meditationsform, die für alle Menschen gedacht ist und keine Meditationsform, die der Wolfgang Mali alleine machen kann. Und darum finde ich es wunderbar, dass jetzt mehrere Menschen da sind, mehrere Therapeuten da sind, die das ihren Patienten anbieten können. Damit gewinnt die Medizin verloren gegangene Attribute zurück, Spiritualität, Zuwendung und die Hoffnung darauf, dass Heilung gelingen kann. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte Sie recht herzlich einladen zur Mali-Meditation am Sonntag und dieses Mal live in der Kapelle im St. Josef Hospital in Bochum. Bei dieser Veranstaltung wird auch der Professor Uhl und der Pfarrer Brüseke etwas zu dieser Meditation sagen. Und ich hoffe, dass Sie zahlreich zu dieser Mali-Meditation am Sonntag in Bochum erscheinen können.